Hallo, liebe Freunde der analogen Unterhaltung. Kikiki wollte ich sagen. Irgendwie sowas in der Richtung. Hallo, ja. Wir spielen wieder was. Und zwar Hennen. Und als ich das Spiel ausgepackt habe, hier Neuheit von Funboard, musste ich natürlich an den guten Alex denken. Der war ja schon mal so ein halber Hühnerbaron. Ja, ja. Jetzt übertreibst du aber. Wir hatten das ein oder andere Huhn bei uns. Ja, sie hatten es sehr gut. Allerdings war die Zaunstruktur war nicht fuchssicher. Der Fuchs hat es auch ziemlich gut bei euch, muss man mal ehrlich sagen. Die Hühner hatten es gut und dann hat es mal der Fuchs gut. Dann hatte der Fuchs und jetzt hast du gesagt, jetzt haben es beide nicht mehr. Das reicht jetzt. Aber jetzt spielen wir Hennen. Bei Funboard rausgekommen für 1 bis 4 Spieler. Wir spielen es natürlich jetzt zu 2 ab 10. 20 Minuten ein kleines, feines Legespiel mit Hennen. Wir versuchen hier unser kleines Hennengehege zu bauen, ja, wo irgendwie möglichst, wir wollen versuchen, eigentlich große Gruppen zu bilden, möglichst die größte Rassengruppe nachher wird uns Punkte bringen, außerdem können wir noch eine zweite Rassengruppe zum Punkten bringen, wenn wir da unseren Hahn platzieren, jeder hat einen Hahn. Und es gibt eine, schauen wir mal im Detail an, es gibt eine Auftragskarte, die wir uns ausgesucht haben, man kann auch eine blind ziehen, die 2 Bedingungen hat. Wir kriegen noch 4 Punkte, wenn wir mindestens 3 Gruppen haben mit mindestens 2 Tieren. Und Minuspunkte für ein einzelnes Tier, also für jedes einzelne, für jede einzelne Rasse. Ne? Sieht, da haben wir gleich diese Karten hier. Für jede einzelne Rasse, die würde auch Minuspunkte bringen. Ansonsten die größte Gruppe kriegen wir Punkte für die Eier. Für die zweitgrößte, die dann der Hahn noch drauf ist, kriegen wir auch Punkte für die Eier. Und wir kriegen noch für 3 solche Auszeichnungen, kriegen wir auch noch jeweils 1 Punkt. Das zählen wir nach am Schluss alles zusammen. Und dann haben wir, wissen wir schon, was wir hier machen. Ansonsten seht ihr gleich beim Spiellauf, man zieht nachher einfach 2 Karten, spielt eine aus, wirft eine Karte wieder ab. Und muss dann die Hennen in so ein 3x4 oder 4x3 Raster spielen. Und da muss man ein, 2 Legeregeln beachten, weil die Karten haben Nummern. Und ja, entweder man spielt angrenzend an eine gleiche Rasse, da spielt die Nummer keine Rolle, aber wenn man eben rassenübergreifend, wenn die sozusagen angrenzend aneinander sind, dann muss die Nummer immer 1 unterschiedlich sein, entweder 1 höher oder 1 niedriger. Und wenn man das nicht kann, dann muss man so die Karte umgedreht als Hühnerstall spielen, das wird dann einen Minuspunkt geben. Also da muss man so ein bisschen gucken. Man muss sagen, dieser Hühnerstall, der hat übrigens keine Tür. Der ist nicht fuchssicher. Ja. Der Fuchs spielt hier nicht mit. Ja, der Fuchs spielt nicht mit, aber der Hahn, hast du ja auch schon gesagt, ne, den platzieren wir in der Runde 6, den dürfen wir auch nicht. Ich fange diesmal an, obwohl du den Huhn hast und zwar deswegen, weil ich hier immer verliere, habe ich das Gefühl. Ich fange jetzt mal an. Ja, das kann ich auch. Also man zieht 2 Karten. Ja. Und darf jetzt mal sein Raster hier anfangen. Jetzt ist natürlich gleich die Frage, wie ich anfangen soll. Aber ich werde jetzt hier erstmal anfangen, indem ich hier, ich muss mein Raster hier aufbauen, damit ihr das sehen könnt. Hier mal ein schönes 4er Seebright-Huhn mit einem Ei. Spiele ich hier hin und jetzt kann ich... Das erinnert mich ein bisschen an die Carmen. So ein Huhn hatten wir auch. Und dann spiele ich hier auf meinen Ablagestapel und das ist auch noch so eine Besonderheit. Ab sofort kann man dann entweder vom verdeckten Nachziehstapel oder vom Ablagestapel des Gegners ziehen. Ja. Und im Spiel zu zweit haben wir 2 Rassenarten hier rausgenommen. Einmal 12 Karten und einmal 10 Karten. Wir haben hier auch so eine Übersichtskarte. Wenn man das wirklich ernst nimmt, ja, dann könnte man nämlich gucken, welche Karte kommt denn wie oft hier vor und wie ist die Eierverteilung, die Punkteverteilung. Also, du hast da jetzt so ein kleines blaues Hühnchen. Blau, davon gibt es auch ziemlich viele Karten. Ja. Ich ziehe mal 2 Karten hier vom Nachziehstapel. Und werde mal mit. Ja, ich starte mal hier mit so einem blauen Hühnchen. Ich starte mal so ein Wiener Dott, so ein hübsches. Ja, so was Hübsches. Okay, und dann schmeiße ich hier ein 1er rotes Hühnchen ab. Das nehme ich mir doch glatt. Kannst du machen? Das nehme ich mir, dann kriege ich noch eine Karte vom. Hätte ich jetzt mehr Karten hier auf meinem Abwurfstapel, hätte Hunter auch. Bis zu 2 Karten nehmen. Spiele ich hier, das seht ihr jetzt, ist angrenzend hier ein Sultanhuhn, aber das eben 4, 5, 1 unterschiedlich, deswegen kann ich das so machen und werde einfach hier den modernen englischen Zweikämpfer abschmeißen. Der sieht ja auch abgefahren aus. Ich ziehe mal nach, weil so richtig happy bin ich irgendwie gar nicht damit, was da passiert gerade.
Deswegen lege ich mal hier noch eine zweite 6 ran. Na, die hätte ich jetzt auch hier oder hier. Aber ja, es ist die gleiche Rasse, deshalb ist es egal. Wichtig ist natürlich auch zu erwähnen, dass es nur bis 6 geht. Ja. Das heißt, es gibt keine 7, wo man irgendwo ranlegen kann. Also ich bräuchte jetzt hier, um andere Arten zu platzieren, eine 5. Ne? Die ich anscheinend, um das mal so halblaut auszusprechen, anscheinend nicht habe. Also, falls du eine 5 abwerfen willst. Die 3, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Komm, die 3, die nehme ich mal. Guck mal, ich habe dir jetzt schon zweimal Karten gelegt. Ich will ja auch mal gewinnen. Du willst ja auch mal gewinnen. Das gewinnt immer hier so. Und ich will jetzt hier erstmal hier. Die 5 wolltest du doch ablegen. Diese 5 hier an, um dann sozusagen hier gefühlt noch eine 6 von so einer 6er Sultanhuhn hier noch so reinzukommen. Knallen. Mhm. Oder du könntest auch einen 4er Sultanhuhn hier hinpacken, weil die gleiche Art, da ist ja die Zahl egal. Richtig, genau. Eine 4er oder eine 6er. Genau. Das würde beides sollte gehen. Ich nicht, dass du dich da jetzt... Ja, das ist richtig. Man soll sich nicht einschränken lassen. Ja. Genau. Dafür kannst du gerne eine 5 abwerfen. Ja, jetzt. Für diese Hinweise. Das ist also, das sind 2 zu wenig. Da muss man das nochmal lernen mit den Zahlen. Ja. Ja, wenn du da dir die 6 da so reinbaust. Ja, ich dachte, da wird noch was. Aber damit wir euch das natürlich auch mal zeigen können, muss ich jetzt, weil ich hab keine blaue Karte, ich habe keine 5, deswegen muss ich jetzt eine Karte hier umdrehen und sie als... als Hühnerhäuschen, Hühnerhütte machen, was nachher, ich glaube, 2 Minuspunkte. Ein Minuspunkt. Aber du kannst jetzt da natürlich alles dran legen. Da kann man alles dran. Ja, super. Sehr toll. Sehr gut, ne? Sehr, sehr gut. Jetzt muss ich aber noch was abwerfen. Und zwar will ich eigentlich doch nicht. Nein, ja, vielleicht. Oh. Ich werf mal das hier. Kann ich noch so ein Sechser? Oh, das deutsche Lachshuhn, das ist natürlich auch schön. Es hat so eine Auszeichnung und es hat auch 3 Eier. Mann. Ja, das ist gut, das ist sehr gut. Ah ja, komm, her. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich dir hier mal schöne Karten ablege. Und du nicht? Ja, das können wir mal festhalten. Ja, weil guck mal, ich kann da tatsächlich hier das schöne Lachshuhn hier einfach nach unten hier spielen. Kannst du machen, ja. Und dann werde ich einfach hier dieses komische schwarze Zemani-Huhn abwerfen. Das gefällt mir auch. Ach, da ist jetzt die 5, ja? Da ist die 5. Verstehe. So sieht's also. Dann spiele ich jetzt hier mal die 5 an und werfe mal noch die. Hier die 4. Jetzt will er das bestimmt auch wieder. Ich ihn kenne. Aha, ja, die 4 ist gut. Aber ich werde erstmal einen hier ziehen. Okay. Nee, ich ziehe jetzt mal hier. Ich kann ja hier, guck mal, ich kann doch diese, ich kann die 3 hier hinspielen. Kannst du machen. Weil da ist egal und hier ist dann ein Unterschied. Auf jeden Fall. Stimmt auffällig. Das ist gut. Das finde ich richtig gut. Leider. Das hier nicht. Ja. Kriegst noch einen Zwergkämpfer. Das nehme ich mal. Achso, die 5, ja. Ja, gut. Ja, so, auch sowas. Ach, und ich habe jetzt gleich, als nächstes werde ich die 6. Karte ausspielen und dann muss ich meinen Hahn platzieren. Die 5 lege ich mal hier unten an. Dann habe ich hier noch eine Karte, die ich ganz nett finde. Oh, das ist natürlich auch eine harte Nuss hier, aber ich glaube, wir wollen ja auch, also Einzel, wir erinnern nochmal an unsere einzelne Hühner will man nicht und man will letztendlich 3 unterschiedlich, deswegen lege ich mal die hier an. Das ist nicht so gut. Jetzt hätte ich die doch nehmen sollen, naja. Ah ja. Gut. Ja, dann lege ich hier die 1 hin. Mhm. Ja, die haben viele Eier, ne? Die Einerkarten. Und dann... Do it. Was auch immer du machen wolltest, wirf die blaue Karte ab. Ja, ich will die blaue Karte aber nicht abwerfen. Doch, willst du doch. Du willst sie abwerfen. Nein, ich werfe die hier ab. Und jetzt muss ich meinen Hahn platzieren. Und jetzt ist halt so...
der Hahn wird, also man will den nicht darauf platzieren, was die größte Gruppe wird, weil dann wird nur die gewertet. Man will die größte und die Hahngruppe und deswegen werde ich das jetzt auf die Roten legen. Na, eigentlich wäre es cool, du machst die Roten noch viel größer und du lässt deine gelbe Gruppe sein, weil die hat viele Eier und die willst du größer machen. Ja, aber die wird ja, die wird meine größte Gruppe. Na, mal gucken. Mal gucken, ob du das kriegst. Na klar. Aber, naja, klar, sagt. Okay, ist alles klar. Ich will dich da auch gar nicht, oder? Ich nehme mal hier. Ich darf das ja auch, glaube ich, gleich platzieren, war in der Runde 6. Mhm. Jetzt habe ich hier so viel Kladderadatsch irgendwie noch. Aber okay. Dann werfe ich das hier, glaube ich, mal ab. Und ich werde meine Sache mal hier draufsetzen, glaube ich, auf die grünen Hühnchen. Die grünen? Mhm. Ah, du hast da eine 3. Vielleicht doch nicht. Die nehme ich. Die nehme ich mir. Die ist gut. Ja, ich muss hier bei dem Spiel die Konzentration halten, dass man das hier immer... Ja, genau, dann könntest du da die 3 hinspielen. Mm, so dass das aus. Auch immer passt. Jetzt so, macht er mir... Ah, ja, aber du machst mir vielleicht so Angebote, dass ich hier doch noch einen Fehler mache. Ja, genau, ich mach dir vergiftete Geschenke. Ja, genau, aber ich nehme das trotzdem schon mal auf. Man kann ja nie wissen. Man kann ja nie wissen... Ich werde auf jeden Fall erstmal hier, damit die Gruppe größer wird. Da geht es ja um die wirklich die Kartenanzahl, nicht um die Eieranzahl, sondern um die Kartenanzahl. Und dann werfe ich das hier, glaube ich, mal. Nur wenn du 2 gleich große Gruppen hast, dann zählt die mit den mehr, mit den Eiern. Die mehr Eier hat. Okay. Ja, okay. Ja gut, und jetzt habe ich eben das mir so hingebaut, dass ich hier die 3 hinlegen kann. Das gebe ich dir nicht. Dann werde ich auch so. Hier, so. Was würdest du mir nicht sagen? Nee, sag ich nicht. Alles gut. Aber ich kann hier zum Beispiel gar keine 6 anlegen, ne? Wegen der hier. Und es ist ja 3x4. Mein Raster ist jetzt also schon festgesetzt. Ja, meins mehr oder weniger. Nee, ich könnte jetzt hier noch eine Karte hinlegen oder hier unten. Und von den grünen, die grünen Karten, die gibt es alle nur einmal. Damit bin ich, also ich hätte die 3 schon auch gar nicht nehmen brauchen. Fällt mir jetzt schon wieder auf. Ich Vollhonk. Aber so ist das nun mal, ne? Das spiel mal hier. Dann werfe ich mal die. Ich habe mich total verbaut, muss man mal sagen. Gut, dass wir davon kein Video machen. ja, sehr gut. Ja, aber wirklich. Bei mir ist auch irgendwie jetzt schwierig. Ah, aber jetzt kann ich hier sehr cool die 4 hinlegen. Guckt euch das mal an. Ich weiß nicht, bei dir sieht das irgendwie alles ganz schön aus. Außer, dass du gerade 3 gleich große Gruppen an Karten hast. Ja, ne? Das stimmt, aber das kann ich ja vielleicht noch irgendwie verändern. Ah, das war sehr schön, dass du mir eine blaue gegeben hast. Das ist wenigstens das mal nett. Das war meine Tante. So bin ich. Ja. Okay. Noch viel cooler wäre eine 4 oder sowas gewesen, aber... Tja, was haben wir? 3x4. Ich bin ja schon klar hier mit meinem Raster. Ja, jetzt ist echt die Frage, wie kann man verhindern, dass man so einzelne Hühnchen kriegt? Du bist dran. Ja, die 3, die bringt nichts. Na, du warst insofern schon mal so, dass du beide deine Hühner oder alle Hühnersachen, die du da liegen hast, die gibt es auf jeden Fall Karten ja schon mal doppelt. Da hast du ja wenigstens schon mal eine bessere. Ich will eigentlich, aber die 3 gibt es deswegen. Ich lege hier jetzt die 2 hin. Genau, und dann gibt es vielleicht eine rote 1 oder eine rote 3. Aber eine Sachen rote liegen gelb hier. Halt. Ja, aber gelb. Du könntest ja hier 1. auch nur. Ja, oder eine rote 1. Oder eine rote 1. Ja, oder stimmt. Eine rote 3. Ja, meine Route 3. Die Route 1 liegt allerdings hier. Ja, ne? Aber ja, naja, es gibt noch Möglichkeiten. Jetzt muss ich überlegen, was ich ablege. Nee.
Hier die schwarze 4. Ja, das wäre aber egal gewesen, weil ich hätte ja, die 6 hier nicht legen können, leider. Ne? Deswegen. Ah ja, stimmt, du bist ja jetzt auch schon festgelegt. Ich habe jetzt auch nur noch die 2. Dann ist vorbei. Ja, da kann man jetzt nur noch Minuspunkte generieren. Oder ganz, ganz groß. Ich glaube, ich werde hier die letzten beiden Karten werden, glaube ich, Minuspunkte-Karten werden. Weil... Ja. Ich bräuchte eine blaue 4. Und die habe ich gar nicht. Blaue 4. Und damit ich dir jetzt nicht noch zu krasse Sachen geben muss, schmeiße ich die mal hier ab. Das ist nicht gut. Ah. Nein, nein, nein. So gewinnt man auf jeden Fall nicht, Hennen, glaube ich. Ja, jetzt wird es auch für mich schwierig. Ich habe jetzt nicht das, was ich hier brauche. Jetzt die Frage, was ich da oben mache. Wenn ich. Aber gut, ja. Ich könnte das legen, weil das ist ja trotzdem dann. Ich mache jetzt das hier. Ja. Das ist trotzdem eine größere Gruppe, weil das halt die stärkeren Eier hat, wenn es jetzt so vorbei wäre. Ja. Und dann gebe ich dir halt, du sagst, die brauchst du nicht. Deshalb kriegst du die 6. Kann bestimmt auffallen. Ach. Schade, ich habe hier eine blaue 5. Warum ist das keine blaue 4? Dann hätte das hier noch perfekt gepasst. Wenn ich die beiden blauen 4 habe. Ja, hast du sie wirklich beide? Ah, ja. Oh, das ist ja. Und da rückt ja auch keine raus. Ja, muss das schon taktisch spielen. Wie ich schon sagte, ich will auch mal gewinnen. Ja, ja, ja. Da rückt der nichts raus, der Hand. Da ist er ein Schlingel. Ja, kann ich nicht. Er hat wirklich beide Karten, die ich brauche. So, das gibt's doch nicht. Ja. Oh, da lässt er mich leider hier so zerfleddert er meine Hände hier. Jetzt ist natürlich auch egal. Ich meine, einzelne gibt minus 2 und aber so ein Dings gibt ja nur minus 1. Weiß ich nicht, sagst du, wir können ja noch mal nachgucken. Es gibt nur minus 1. Deswegen werde ich jetzt hier einfach schön als Abschluss hier so ein Hühnerstall brauchen. Und jetzt wirfst du noch mal eine blaue 4. Achso, ich muss noch was abwerfen. Eine blaue 4 kannst du abwerfen. Könnte ich. Aber wie wär's mit einer roten 6? Ist das ein Typi, ey. Na super. Ja, was soll ich sagen? Ja, dann spiele ich das hier. Genau. Und jetzt ist vorbei. Und jetzt können wir kurz erzählen. Wir lassen es so, damit ihr es sehen könnt. Ja, also, wir können das hier auch eintragen. Ja, ja. Aber so sieht man ja auch, was wir werten. Also, wir kriegen jetzt einen Siegpunkt pro Ei in der größten Gruppe. Bei mir sind es 2, aber da das hier die wertvollere ist, sind es dann also 5, 6, 8 Punkte für meine größte Hennengruppe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also nur ein dahinter. Jetzt kommt die Hahnengruppe. Da habe ich nochmal 5. Super, ich habe da 4. Jetzt gibt es noch 3 Punkte für 3 Medaillen, 2 Siegpunkte. Also ich habe 4, 8. Das bedeutet, es sind 6, also abgerundet natürlich, 4 Punkte. Ich habe 6. Das heißt... Das sind auch 4 Punkte. 4 Punkte. Ah, yeah. Dann aber hast du auch minus 3 für deine Stelle und da habe ich nur minus 1. Das haben wir jetzt 4 Punkte, wenn wir 3... Unterschiedliche Rassen haben wir. 2 haben wir beide. Das haben wir beide. Haben wir beide. Ich glaube, wir haben beides halt erfüllt. Wir haben beides erfüllt und wir haben beide keine 1. Das heißt, da gibt es jetzt keine Minuspunkte. Naja. Ja, und jetzt kann man ja schon schön sehen... Ich habe hier 1 Punkt mehr und da 1 Punkt mehr, da bin ich 2 Punkte und da habe ich 2 Minuspunkte. Ah, 2 Punkte mehr. Also 4 Punkte Abstand. Ein glorreicher Sieg. Leider in einem. Ein glorreicher Sieg, was heißt das hier? Ja, sag ich mal, in einem kleinen Spiel, aber es ist nett. Es gehört, wie ich sage, es gehört halt so ein bisschen zu diesen Spielen mit diesen naturalistischen Tierthemen. Die gibt es inzwischen jetzt schon viel häufiger. Ich bin ja ein Fan davon und ja, wer eben so ein bisschen so eine Puzzlei in der eigenen Auslage mag, man kann es ja auch zu viert spielen. Genau, oder kannst sogar solo puzzeln, geht es auch. Ne? Ich bin wirklich so, oder vielleicht liegt es auch nur heute, aber nur eine Karte auszuspielen und immer die ganze Zeit zu denken, dann will man die und die. Also irgendwie ist es auch schön, dass man das will, seine Karten auszuspielen, aber man muss sich da auch zurückhalten. Und dann kann es natürlich so Typen geben, die wirklich die beiden Karten, die man braucht, in der Duellmodus. Ich bitte dich. Das könnte immer so. Und nicht vergessen, dass eben diese Auftragskarte eben jetzt nur ein Beispiel war von relativ vielen. Da haben wir 10 aber Karten. Natürlich sind die alle irgendwie so ein bisschen, funktionieren sie alle so ein bisschen ähnlich. Sie geben für irgendwas Punkte oder für irgendwas Minuspunkte. Und alleine, wenn man hier Holzhähnchen. Also ja, Holzhähnchen, das ist Holzhähnchen, ja. Ja, das war wieder ein kleines Let's Play hier von einem kleinen Legespiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Abo da. Ansonsten sehen wir uns auch wieder.
beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Tschüss.